Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz über pandemiebedingte Schutzmaßnahmen für das Schulwesen, Drucksache 204898, gemeinsam mit Top 88. Dringlicher Antrag Fraktion der AfD, schulzentrierte Beschulungsform für Hessen im Pandemiezustand, Drucksache 204960. Gesetzentwurf wird eingebracht von dem Kollegen Promny, FDP-Fraktion. Bitte sehr, du hast das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es braucht klare und einheitliche Konzepte mit Rahmenbedingungen und verpflichtenden Standards in Hessen. Wir hatten mehr als genug Flickenteppiche in den Ferien. Das ist ein Auszug aus einem Brief verschiedener Stadt- und Kreiselternbeiräte. Und es wird Sie vielleicht überraschen, es geht hier nicht um die Winterferien. Nein, weit gefehlt, es geht um die Sommerferien. Und wie war denn da die Situation an den Schulen? Keine Vorbereitungszeit, diffuse Ansagen und am Ende des Tages verlorene Bildungschancen. Und trotz der unterschiedlichen Ansichten, ob Schule auf oder zu sein soll, ob jetzt Wechselmodell oder Distanzunterricht, Präsenzunterricht gilt, alle fordern seit Monaten vor allen Dingen eins: Planbarkeit. Planbarkeit. Und um diese Forderung laviert der Kultusminister herum. Er ignoriert sie sogar. Am 1. September 2020 wies der Kultusminister in seiner Regierungserklärung darauf hin, dass er einen Stufenplan erarbeitet habe. Einen Stufenplan, damit unsere Schulen wissen, was bei einer Verschlechterung des Infektionsgeschehens auf sie zukommt. Ja, und genau das ist auch der Punkt, Herr Kultusminister. Das ist der Punkt. Das Problem ist nur, ohne feste Schwellenwerte war der Stufenplan eine reine Beruhigungspille für die Schulgemeinden. Und schauen wir doch einmal an, was ist denn faktisch passiert im schulorganisatorischen Bereich bis zum Ende des Jahres 2020? Fast gar nichts, meine Damen und Herren, fast gar nichts. Unser Ministerpräsident und Sie, Herr Kultusminister, sind bis Ende des Jahres durchs Land gelaufen und haben verkündet, die Schulen seien, ich zitiere jetzt den Ministerpräsidenten aus der Regierungserklärung, kein Ort des besonderen Infektionsgeschehens. Wann immer die Rede auf das Wechselmodell kam, wurde der Opposition vorgeworfen, es sei gerade so ihr Ziel, den Kindern die Bildung zu versagen. Meine Damen und Herren, nach den Winterferien dann die nächste Überraschung. Wir gehen nicht etwa in die nächste Stufe. Nein, wir gehen in Stufe 4 in Verbindung mit Stufe 2 und den Regelungen für die Abschlussklassen oder so. Also wir gehen in eine sogenannte Stufe Lords. Nur im Stufenplan findet die sich leider nicht, meine Damen und Herren. Mal wieder keine Vorbereitungszeit, diffuse Ansagen und verlorene Bildungschancen. Ich erinnere hier noch einmal daran, dass die 7-Tage-Inzidenz am 8. Dezember letzten Jahres bei rund 150 lag. Und da hielt der Ministerpräsident den Präsenzunterricht noch für verantwortbar. Jetzt liegt sie bei nur noch knapp unter 100 und die Schulen sind de facto geschlossen. Eins ist doch eindeutig. Ohne Schwellenwerte bringt der ganze Stufenplan nichts. Und ohne Schwellenwerte bringt auch die Ankündigung des Wechselmodells für Mitte Februar nichts. Denn diese Ankündigung gilt wieder einmal vorbehaltlich des Infektionsgeschehens und der möglichen weiteren gemeinsamen Gespräche von Bund und Ländern. Und das ist auch ziemlich bequem. Denn wenn jemand Sie für etwas verantwortlich machen will, Herr Kultusminister, dann können Sie schnell sagen, ich wäre ja für das Wechselmodell gewesen. Hier muss man Sie vielleicht auch mal daran erinnern, dass Sie in Hessen Verantwortung für den Bildungsbereich tragen. Das Schulwesen in Hessen ist Ihr Job. Und dafür haben Sie die Verantwortung auch zu übernehmen. Applaus
Die entscheidende Frage, meine Damen und Herren, ist doch, wie wird dieses Recht auf Bildung den Kindern denn gewährt? Und das ist die entscheidende Frage, die man auch stellen muss. Unser Ansatz ist, es braucht für jede Veränderung des Infektionsgeschehens eine passende schulorganisatorische Maßnahme. Und vor allem, es braucht feste Schwellenwerte. Anders haben die Schulen ja gar keine Chance, sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen und entsprechend vorzuplanen und Bildung zu gewährleisten. Die Schwellenwerte, das ist, denke ich, hier klar, ist auch der Knackpunkt in unserem Gesetzesentwurf. Ich glaube, es ist uns allen auch klar. Und deswegen möchte ich diesen Punkt noch mal genauer erläutern, damit das auch richtig verstanden wird. Wir fordern, das Infektionsgeschehen an den Schulen auszuwerten und auf dieser Grundlage einen aussagekräftigen Schwellenwert speziell für das Schulwesen zu entwickeln. Und, meine Damen und Herren, diese Überlegung liegt ja auch grundsätzlich dem Ampelsystem von Franziska Giffey für die Kindertagesstätten zugrunde. Denn mittlerweile ist bekannt, dass sogenannte Mikro-Hotspots die Inzidenz stark beeinflussen. Es ergibt also einfach keinen Sinn, dass Kinder nicht in die Schule gehen dürfen, weil sich etwa, beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen, im Umkreis eine solche Mikro-Hotspot entwickelt hat. Die Erfahrungen haben das doch gezeigt, beispielsweise Gießen, Fulda, Marburg-Biedenkopf und viele weitere Landkreise und kreisfreie Städte haben diese Erfahrungen gemacht. Meine Damen und Herren, hier ist es wichtig, hier brauchen wir ein Umdenken in der Sache. Und Grundlage hierfür muss das Infektionsgeschehen an den Schulen sein. Die notwendigen Daten dafür haben wir, ebenso wie hervorragende Datenanalysten. Es muss nur schlicht und ergreifend gemacht werden. Und das Infektionsgeschehen kann unseres Erachtens aber nicht die alleinige Grundlage sein. Auch Psychologen, Kindermediziner, Jugendmediziner und Soziologen beispielsweise müssen ihre Expertise einbringen können, die ebenfalls dann dazu beitragen, die Schwellenwerte festzulegen. Also fächerübergreifende wissenschaftliche Expertise einbinden. Das ist unsere zweite Forderung. Und diese Datengrundlage muss dann auch transparent gemacht werden. Und das wäre unsere dritte Forderung. Denn in der Psychologie ist doch heute schon längst klar, für die Akzeptanz von Maßnahmen braucht man Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht nur durch Einheitlichkeit und durch eine sehr transparente Informationspolitik. Und meine Damen und Herren, natürlich kann man sagen, die Pandemie ist ein dynamisches Geschehen. Dynamisch heißt aber nicht planlos. Und mit Planlosigkeit verspielt man Vertrauen. Der Ministerpräsident hat erst an diesem Montag in einem Gespräch mit Studierenden gesagt, Sie können ein Land nicht mit Verordnungen regieren. Ich werbe daher für unseren Gesetzentwurf und ich werbe für eine offene und konstruktive Debatte in der Sache. Um der Sache willen, denn am Ende des Tages geht es darum, und ich glaube, da sind wir uns hier einig im Haus, es geht darum, dass Kinder Bildungschancen nicht gestohlen bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Romney. Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Die Corona-Pandemie hat auch auf den schulischen Betrieb eklatante Auswirkungen. Es ist und bleibt erklärtes Ziel aller Maßnahmen, die wir im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie ergriffen haben, zwei Dinge zu gewährleisten. Erstens, so viel Bildung, so viel Unterricht, wenn möglich, in Präsenzform wie möglich. Und zweitens, wir wollen möglichst umfänglichen Gesundheitsschutz für Schüler, für Lehrer, für die Schulgemeinde und die Familien gewährleisten. Und genau in diesem Spannungsfeld zwischen Bildungsauftrag, Herr Kollege Romney, und Gesundheitsschutz befinden wir uns. Und das will ich nicht unerwähnt lassen. In der Zielsetzung sind wir uns ja einig. Da sind wir uns ausdrücklich einig.
und Ihr Gesetzentwurf in der Fragestellung der wird begründet. Und das darf ich zitieren aus Ihrem Begründungstext. Um das Recht auf Bildung für alle jungen Menschen gewährleisten zu können, wird ein Gesetz erlassen, das die pandemiebedingten Maßnahmen für den Schulbetrieb transparent, einheitlich und vorhersehbar regelt. Transparent, einheitlich, vorhersehbar. Schön. Auch das? Okay. Ich will nur an Debatten erinnern, die wir in diesem Hause munter geführt haben, Debatten darüber, welche Konzepte zugrunde liegen, Debatten auch, zumindest von der Form her, über unser Corona-Schulgesetz, was wir im Juni auf den Weg gebracht haben, Debatten darüber, über unseren Vier-Stufen-Plan. Und es kam insbesondere von Ihrem Fraktionsvorsitzenden Kollegen Rock massive Kritik, gäbe kein Konzept, Kritik an unserem Kultusminister, Forderungen nach Langfriststrategie und. Und wir haben hier viel geleistet, das will ich sehr deutlich sagen. Und jetzt kommt der Knaller. Was machen Sie? Das Konzept, der Vier-Stufen-Plan, der von uns, von unserem Kultusminister mit den regierungstragenden Fraktionen auf den Weg gebracht worden ist, wird eins zu eins in Ihrem Gesetzentwurf kopiert. Eins zu eins. Ja, pass auf, langsam. Sie kommen ja gleich. Eins zu eins. Also, angepasster Regelbetrieb, eingeschränkter Regelbetrieb, Wechselmodell und Distanzunterricht. Prima. Auch wunderbar geschenkt. Kollege Rock, da sind Sie. Ich finde es prima und ausdrücklich schön. Größeres Lob gibt es doch gar nicht. Ein Ritterschlag für die regierungstragenden Fraktionen, wenn Sie sagen, Mensch, es ist prima, hat ein bisschen gedauert bei Ihnen. Okay, aber Sie finden das so gut, dass Sie es sogar in Gesetzesform gießen wollen. So, jetzt kommt der nächste Knaller. Jetzt sagen Sie, immer so Knaller der Saison. Wir wollen einen verbindlichen Schwellenwert, also eine Auslösestufe, ab welcher Inzidenz wird, welche Stufe im Stufenplan ausgelöst wird. Auch prima. Und im Artikel 4 Ihres Gesetzes beschreiben Sie das alles prima. Was machen Sie nicht? Sie nennen keine Schwellenwerte. Das wäre doch mal was gewesen, eine Orientierungsgröße zu geben, wie das denn aussehen soll, einheitlich, transparent und vorhersehbar. Und ich sage Ihnen auch, weswegen Sie das nicht tun, weil es keinen Automatismus geben kann. Jetzt will ich Ihnen mal kurz berichten. Wir hatten gestern mit der Fraktion eine sehr, sehr interessante Beratung mit Frau Prof. Ziesek, Virologin, Universitätsklinikum in Frankfurt. Und ich habe ihr ganz konkret die Frage gestellt, was halten Sie von einer Kopplung zwischen Inzidenzwert und dem Auslösen einer entsprechenden Stufe? Also jetzt mal egal, von 1 bis 4 geschenkt. Da sagt sie, naja, eine direkte Kopplung halte sie nicht für sinnvoll, das ist ziemlich wörtlich. Nicht für sinnvoll. Weswegen, Herr Kollege Rock? Weil die Gesamtbewertung entscheidend ist. Die Gesamtbewertung im Landkreis und genau auch zu schauen sein muss, zu lokalisieren sein muss, wo ist denn ein Infektionsgeschehen? Beispielsweise in einer Fleischfabrik, beispielsweise in einer Senioreneinrichtung, beispielsweise wegen mir, ich will das jetzt nicht hochlegen, wegen mir auch passiert ja mal in einer Kita. Da muss genau hingeschaut werden. Also die Gesamtsituation ist zu berücksichtigen. Und das ist das Entscheidende bei der Bewertung. Und ich will es Ihnen sagen, egal welchen Schwellenwert wir jetzt hier festlegen würden, auch egal unter welcher Bezugnahme, welcher Wissenschaftler, wir orientieren uns ja durchaus an den Empfehlungen des RKI, es würde zu Kritik führen. Und das ist auch nachvollziehbar, denn eine Pandemie ist ein dynamischer Prozess und ein dynamischer Prozess bedarf flexibler Anpassungen. Und wenn wir da nicht flexibel bleiben, berauben wir, zur rechtlichen Dimension komme ich gleich, berauben wir uns der gestalterischen Möglichkeiten. Wir würden grob fahrlässig handeln. Ich habe eben gerade bei Ihren Ausführungen, Herr Kollege Promny, mal so in die Reihen reingefragt, was ist denn eigentlich los in Nordrhein-Westfalen? Was macht denn eigentlich die Kollegin Gebauer? Aber ich will gar nicht darauf eingehen, ich will mal eine andere Frage stellen, dann sind Sie ja auch an der Regierung beteiligt. In Rheinland-Pfalz, da kam ja Rheinland-Pfalz nach der MPK vom 19. Januar, wo man sich darauf verständigt hatte, also wir schließen das Wechselmodell jetzt mal aus, bis zum 14. Februar kam unverzüglich der Vorstoß von Malu Dreyer, ein bisschen im Wahlkampf, verstehe ich alles. Wir wollen ins Sechsmodell,
ab dem 1. Februar. 3 Tage nach Ankündigung wurde das Ding kassiert. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Markus Lanz gesehen haben. Da war Malu Dreyer dazugeschaltet. Es wurde von Lanz genau darauf angesprochen. Da war sie so ein bisschen, also ich will nicht sagen, sie kroch zu Kreuze und sagte, aber das war ein Fehler. Diese vollmundige Ankündigung, Planbarkeit, Transparenz zu machen, so ein Ding anzukündigen, zu kassieren, das bringt die Leute auf die Bäume, das bringt die Leute durcheinander. Und genauso machen wir das nicht, meine Damen und Herren. Also, Aufhebung der Präsenzpflicht an den Grundschulen, das ist unser Maß der Dinge, hat im Übrigen Frau Prof. Sisek auch entsprechend anempfohlen. Wir haben an den Grundschulen und an den Klassen, in den Klassen 5 und 6 unter 20%. Das ist ganz gut und das ist vernünftig. Unsere Empfehlung bei den Eltern, da bin ich sehr, sehr dankbar für, wurde gehört und wird entsprechend umgesetzt. Deswegen, Pandemieverhalten lässt sich nicht genau vorhersehen, auch bei der Fragestellung, wie wirkt sich eine Mutante aus. Aber eins verspreche ich Ihnen. Sobald Möglichkeiten der Öffnung, sobald Möglichkeiten für mehr Präsenzunterricht da sind, machen wir das. Selbstverständliches Maß aller Dinge ist, so viel Bildung in Präsenzform wie möglich zu gewährleisten. Daran lassen wir uns messen. Und das ist unser Vorhaben. So, meine Damen und Herren, jetzt werden wir heute in erster Lesung diesen Gesetzentwurf dann ja sicherlich in den Ausschuss überweisen. Wir lehnen ihn in der vorliegenden Form ab. Warum ist das so? Ein Gesetz ist an der Stelle zu unflexibel. Das muss man an der Stelle sagen. Das habe ich eben gerade dargelegt. Was Sie regeln wollen, haben wir im Stufenplan geregelt. Das gibt es bereits. Das, was Sie sich wünschen, regeln Sie in Ihrem eigenen Gesetzentwurf nicht. Den Herr Schwarz, die vereinbarte Redezeit ist. Sofort einen Satz noch. Machen Sie selber nicht. Und abgesehen davon, der Ministerpräsident hat gestern darauf hingewiesen, das Bundesinfektionsschutzgesetz ist ziemlich eindeutig. Sonderregelungen und Einschränkungen vom Normalbetrieb dürfen maximal vier Wochen gelten. Das sagt das Bundesinfektionsschutzgesetz. Deswegen wäre es technisch gar nicht umsetzbar. Insofern, meine Damen und Herren, letzter Satz. Ich kann mir durchaus vorstellen, man weiß nicht, wie die Dinge sich entwickeln. Ich hoffe sehr positiv. Möglicherweise einen Stufenplan 2.0 auf den Weg zu bringen, das will ich nicht ausschließen. Insofern, es kann immer sein, dass man sich weiterentwickelt. Das gehört auch dazu. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns eine gute Beratung zu Ihrem Gesetzentwurf im Ausschuss, Herr Kollege von Weg. Für die AfD-Fraktion erteile ich nun Herrn Scholz das Wort. So, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, auch 10 Monate nach Eintritt der Corona-Pandemie konstatieren wir, die schwarz-grüne Landesregierung hat seit Übernahme der Regierungsverantwortung es nicht geschafft, unsere Schulen unter den sich zunehmenden, verschärfenden gesellschaftlichen Randbedingungen auf die Bewältigung des eingetretenen Ausnahmezustandes vorzubereiten. Und so, wie Sie es versäumt haben, perspektivisch Lehrernachwuchs in ausreichender Anzahl zu qualifizieren, so haben Sie es auch versäumt, vorbeugend Notfallpläne unter Einbeziehung alternativer Beschulungsformen für den Ausnahmezustand rechtssicher zu konzipieren sowie die hierfür notwendigen digitalen Infrastrukturen zu entwickeln. Dies alles ist ein Armutszeugnis für die politische Führung der Industrienation Deutschland und insbesondere für diese hessische Landesregierung. Die unsererseits mehrfach eingebrachten Vorschläge zur Konzeption differenzierter Beschulungsformen, welche dynamisch an den Ausprägungszustand angepasst werden können, wurden seitens des Kultusministers beharrlich ignoriert. Die von Ihrer Seite im Herbst 2020 angeordnete 4-Stufen-Plan zur Beschulung wird weder unseren Vorschlägen noch der herrschenden pandemischen Lage gerecht und erfährt überdies durch die am 11. Januar 2021 in Kraft getretene Verordnung keine konsequente Umsetzung. Die Aussetzung der Präsenzpflicht in der Klassenstufe 1 bis 6 sowie die Quasi-Kasernierung unserer Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen in ihren Klassenzimmern ist ein trauriges Indiz ihrer Handlungsschwäche.
Sie haben damit Ihre ureigenste Verantwortung auf die Eltern abgewälzt, indem Sie diesen die Entscheidung übertrugen, Ihre Kinder in die Schulen zu schicken oder auch nicht. Und dieses wurde dann auch noch auf unverantwortliche Weise von dem Versprechen begleitet, dass die Kinder im Distanzunterricht denselben Bildungserfolg erzielten wie im Präsenzunterricht, welcher tatsächlich, und das haben wir ja gelernt, eine Art der Hausaufgabenbetreuung darstellt. Herr Minister Lorz, erklären Sie uns bitte, wie unseren Schülern in den Schulen und zu Hause Unterricht derselben Qualität erteilt werden kann, wenn weder eine hinreichende digitale Infrastruktur in den Schulen noch die Ausstattung der Lehrer und Schüler mit digitalen Endgeräten flächendeckend gegeben sind. Durch das Festhalten am Status quo nehmen Sie mit den quasi Schulschließungen billigend in Kauf, dass sich bei den hiervon betroffenen Kindern erhebliche Schäden in kognitiver, psychologischer und sozialer Hinsicht einstellen werden. Die Fraktion der FDP vollzieht mit dem vorgelegten Gesetzentwurf in puncto Rechts- und Planungssicherheit einen Schritt in die richtige Richtung. Hinsichtlich seines Regelungsumfanges sowie des Präzisionsgrades seiner Bestimmungen besteht jedoch erheblicher Nachbesserungsbedarf. Meine Fraktion legt mit der Drucksache 19/4960 hinsichtlich jenes Regelungsgegenstandes heute ein eigenes Konzept vor. Die Intention der Fraktion der FDP, welche Kollege Rock in einem Interview gegenüber der Frankfurter Rundschau kundtat, wonach die teilweise Öffnung bzw. Schließung der Schulen und die Auswahl einer bestimmten Beschulungsform an den Infektionsraten der einzelnen Schulen auszurichten sei, halten wir für sehr zielführend, kommt nur in Ihrem Gesetzentwurf nicht vor. Auch das, was Kollege Promny vorhin hier darstellte, ist ja alles richtig, aber kommt hier auch gar nicht zur Geltung im Gesetzentwurf. Die Bestimmung des § 4 Absatz 2 lautet, Zitat, die Stufen werden beim Erreichen eines Schwellenwertes auf Ebene des Landkreises oder der kreisfreien Stadt durch die zuständigen Gesundheitsbehörden im Einvernehmen mit den Schulträgern und den Schulämtern ausgelöst. Von Schulen höre ich hier nichts. Der Wechsel vom Präsenzunterricht zum Distanzunterricht bzw. Wechselunterricht wird also hier in Ihrem Gesetzentwurf an Schwellenwerte geknüpft, ohne, das erklang auch heute schon, dass dieser Begriff dort irgendwie definiert würde bzw. ein Verfahren zur Ermittlung dieser Werte auch nur angedeutet wird. Und hier steht daher unseres Erachtens der Verdacht auf eine Verletzung des aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Bestimmungsbestimmtheitsgebot im Raum. Der von unserer Fraktion vorgelegte Dringliche Antrag mit dem Titel Schulzentrierte Beschulungsformen für Hessen im Pandemiezustand verfolgt das Ziel, die Erstellung eines Landesgesetzes zu initiieren, welches den Rechtsrahmen dafür schafft, dass jede der 2000 Schulen mit der Festlegung ihrer Beschulungsform individuell auf die in ihrem Einzugsbereich vorhandenen epidemiologischen Lage zeitnah und auch flexibel reagieren kann. Das oberste Ziel bei der Auswahl der zu ergreifenden Maßnahmen ist und bleibt die Erfüllung des gesetzlich normierten Bildungs- und Erziehungsauftrages, auch in Zeiten eines Ausnahmezustandes, wobei, und da sind wir uns ja einig, der Präsenzunterricht aus pädagogischen Gründen der Regelfall sein muss. In Abhängigkeit der pandemischen Lage am Schulort erarbeiten die Schulleitungen im Einvernehmen mit dem zuständigen staatlichen Schulamt sowie dem Gesundheitsamt eine individuelle Beschulungsform, aus welcher auch die Beschulungsarten durch digital gestützten Fernunterricht sowie beratenden Heimunterricht einschließt. Die Gewichtung der drei Beschulungsarten erfolgt schulspezifisch unter sorgfältiger Einbeziehung externer Faktoren wie der gegebenen pandemischen Lage sowie interner Faktoren wie z.B. Schulart, Leistungsvermögen der Schüler, vorhandene Hygienestandards, die Ausprägung der digitalen Infrastruktur der jeweiligen Schule usw. So in jedem Fall ist aber hier eine Güterabwägung zwischen den pädagogischen Erfordernissen für einen qualitativ hochwertigen Unterricht einerseits und den medizinischen Notwendigkeiten zur Erhaltung des Gesundheitsschutzes aller schulischen Akteure andererseits vorzunehmen. Meine Damen und Herren, wir sind der Überzeugung, dass unser Ansatz ein wichtiger Schritt dahingehend ist, unseren Schülern unter den gegebenen Umständen bestmögliche Bildungschancen zu eröffnen. Kommen wir zum Schluss zur aktuellen Lage.
Es gibt bisher keine wissenschaftliche Evidenz für die These, dass hessischen Schulen als Treiber des pandemischen Geschehens einzustufen seien. Das bestätigen auch die Angaben des HKM aus dem Dezember 2020 mit einer Positivquote für Corona-Tests von 0,45%, für die Lehrerschaft und ganze 0,02% für die Schülerschaft. Wir fordern daher die Landesregierung im Rahmen der Ermessensspielräume unseres dringlichen Antrages dazu auf, für die Klassenstufen 1 bis 6 umgehend, also sofort, zu einem echten Präsenzunterricht zurückzukehren, sowie den Klassen 7 bis 11 im Rahmen einer Übergangsphase im Schichtbetrieb den schrittweisen Wiedereinstieg dorthin zu ermöglichen. Unsere Kinder wollen und müssen wieder zurück ins Leben, und zwar sofort. Und der Antrag, Herr Scholz, die vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Der Antrag der FDP ist in der hier vorgelegten Form aus benannten Gründen leider nicht zustimmungsfähig. Demgegenüber bitten wir um Zustimmung für unseren Antrag. Wir setzen die Hoffnung auf den Ausschuss und die nächsten Lesungen. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion darf ich nun Herrn Degen ans Rednerpult bitten. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Alles, was mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, für die Lehrkräfte schafft, das ist erst einmal begrüßenswert, meine Damen und Herren. Und ich weiß ja wohl, dass das in dieser Lage nie hundertprozentig funktioniert, keine Frage. Aber doch deutlich zu machen, dass wir mit einem Plan, den wir auch verbindlich umsetzen und den wir nicht nur fürs Schaufenster irgendwo hinstellen, auch deutlich machen, was ist bei welchem Inzidenzgeschehen die möglichst die nächsthöhere Stufe oder die nächstniedrige Stufe, das halte ich für sinnvoll, für richtig. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass dieser Stufenplan, den es bisher fast im Grunde nur auf dem Papier gibt, endlich auch mit Leben erfüllt wird. Deswegen finde ich diese Initiative der FDP erst einmal begrüßenswert, meine Damen und Herren. Und im Grunde ist das ja, hat das ja alles schon was von Satire, was wir hier momentan erleben. Ich will daran erinnern, FDP, Linke, die SPD, ich glaube, spätestens seit Herbst erzählen wir hier von Plenum zu Plenum, wir wünschen uns, dass die Lage an den Schulen ernst genommen wird, dass da mehr Abstände eingehalten werden, möglichst durch das Wechselmodell, wenn es nicht anders geht. Und mal zu mal haben wir hier gehört vom Ministerpräsidenten an dieser Stelle, wir würden Angst schüren, GEW, Herr Degen, lassen Sie eine Zwischenfrage. SPD, FDP, wir würden Ängste schüren und den Menschen Ängste machen von der Lage an den Schulen. Das hat er uns vorgeworfen und hat alles heruntergespielt, die Lage an den Schulen. Er hat noch versprochen, an dieser Stelle am 11.12. die Schulen bleiben offen. Und, meine Damen und Herren, dieses Versprechen wurde gebrochen. Und wenige Tage später wurde eben für alle Siebt- und Achtklässler, für viele Neunt- und Zehntklässler, wenn sie nicht in Abschlussklassen sind, für alle Oberstüfler, wenn sie nicht in der kurz vor dem Abitur stehen, wurden die Schulen geschlossen, meine Damen und Herren. Und im Rest von 1 bis 6 wurde gesagt, naja, die Schulen sind offen, aber kommt nicht hin, meine Damen und Herren. So kann man nicht mit Eltern, mit Schülern, mit Schulen, mit Lehrkräften umgehen, meine Damen und Herren. Und ich will das noch einmal deutlich sagen. Wir halten unseren Kurs seit dem Sommer. Und uns wurde immer wieder gesagt, ach, ihr wollt ja viel zu wenig Unterricht. Die Hälfte des Unterrichts, nur hat der Kultusminister gesagt, lieber ganzer Unterricht als halber Unterricht. Wir haben unseren Kurs gehalten und wir halten das immer noch für die sinnvollste Methode. Bloß, jetzt ist es ja andersrum. Jetzt sind ja Sie die, die sagen, wir wollen ja eigentlich zu viel Unterricht, obwohl wir immer noch das Gleiche wollen und die Inzidenzwerte in vielen Teilen Hessens heute viel niedriger sind, als sie das im Dezember waren, meine Damen und Herren. Und ich will noch einmal sagen, auch das, was momentan passiert, das Aussetzen der Präsenzpflicht, die sich hier an keiner Stelle im Stufenplan wiederfindet. Also da hat man einen Stufenplan, tut so, als schafft man jetzt Verlässlichkeit, und dann empfindet man wieder etwas Neues, mit dem keiner gerechnet hat, und wieder sind alle ratlos und müssen etwas Neues erfinden, meine Damen und Herren. So kann man nicht mit den Betroffenen umgehen, deswegen endlich diesen Stufenplan verbindlich machen. Und ich will noch einmal auch das sagen, das Aussetzen der Präsenzpflicht halte ich für das denkbar schlechteste Modell.
Wenn, dann sagen Sie wenigstens, wir machen die Schulen zu. Und wir machen eine Notbetreuung für alle, die sie ganz dringend brauchen. Und gaukeln Sie nicht den Leuten vor, dass da wirklich das Gleiche passiert zu Hause wie in der Schule. Das ist nicht fair, das ist nicht ehrlich. Dann seien Sie ehrlich und sagen Sie, wir machen die Schulen zu und bieten eine Notbetreuung an. Aber nicht dieses, ich wasche dich, aber mach mich nicht nass, meine Damen und Herren. Denn das, was jetzt passiert, ist ja genau das, wovor wir lange gewarnt haben. Dass eben Kinder wochenlang abgehängt sind von der Schule. Das haben wir im Frühjahr schon erlebt, dass Kinder wochenlang sich nicht zurückgemeldet haben, dass kein regelmäßiger Kontakt da war, kein strukturierter Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht stattfindet, meine Damen und Herren. Und das ist das Schlimmste für Bildungsgerechtigkeit überhaupt. Chancengleichheit in Hessen erfährt gerade einen massiven Schub. Da müssen wir endlich was dagegen tun und dafür sorgen, dass die Kinder, und wenn auch nur einmal die Woche, aber dass ein regelmäßiger Präsenzkontakt stattfindet, meine Damen und Herren. Und ich will ja gar nicht so viel zitieren aus alten Protokollen, aber Herr Schwarz, weil Sie es eben noch einmal gesagt haben, Sie wollen flexible Lösungen, haben Sie gesagt, dass man eben regional gucken kann. Wie ist das auch mit dem alten Zentrum für Ort und sonst was? Da bin ich ja bei Ihnen. Und Sie haben das ganze letzte Jahr uns immer gesagt, Sie wollen keine Einheitslösung. Aber das, was Sie doch jetzt momentan tun, ist doch die Einheitslösung par excellence. Sie haben einheitlich in ganz Hessen die Schulen im Grunde zugemacht oder die Präsenzpflicht ausgesetzt, unabhängig davon, wie regional das geschehen ist. Kein Gesundheitsamt im ganzen Land hat eine Möglichkeit, irgendwie auf das regionale Infektionsgeschehen, so niedrig es auch sein mag, zu reagieren und irgendwie ein bisschen mehr Luft zu machen. Machen Sie eine Kurzintervention, Kollege Schwarz, dann können wir gerne miteinander reden. So, also, ich sage ja, ich bin ja bei Ihnen, aber dann seien Sie doch ehrlich und setzen Sie es wirklich so um und erlauben Sie einfach auch mehr Flexibilität vor Ort. Und weil es ja auch schon wieder eben gefallen ist, und ich kann es auch schon wieder hören, dass es kommt, der Blick in andere Länder, meine Damen und Herren. Übrigens finde ich ganz interessant, wenn wir die Regierung fragen, wie ist das in anderen Ländern, was halten Sie vielleicht von A13 in Thüringen oder in anderen Ländern, sagen Sie immer, ich mische mich nicht in andere Länder ein, wir sind in Hessen und wir kommentieren nichts in anderen Ländern. Aber wenn was nicht für Sie läuft, dann holen Sie immer andere Länder raus und tun irgendwie so, als ob hier jede Partei in jedem Land das Gleiche machen müsste. Wir sind schon ein bisschen noch unabhängig. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es darum, welche Haltung hat eigentlich die Landesregierung? Man kann ja am Ende alle möglichen Deals machen und sich unter der Kanzlerin unterordnen, den Schwanz einziehen und sagen, wir machen alles, wir haben keine eigene Position, wir machen alles so, wie es da in diesen Gipfeln besprochen wird. Aber dann haben Sie doch wenigstens eine eigene Haltung, indem Sie mal sagen, was halten Sie eigentlich davon, was da besprochen wurde? Finden Sie das richtig, dass die Präsenzpflicht jetzt ausgesetzt wird? Halten Sie von der Bildungsgerechtigkeit in dieser Zeit? Sagen Sie doch einfach mal, was eigentlich Ihre Meinung ist und verstecken Sie sich nicht immer hinter diesen Gipfeln der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, meine Damen und Herren. In der Krise werden viele Entscheidungen getroffen, die mit Sicherheit nicht immer richtig sind. Frau Faeser hat da ausdrücklich die richtigen Worte am Dienstag gefunden. Natürlich passieren Fehler. Und man kann doch aber auch dazu stehen. Man muss doch nicht immer alles schönreden mit irgendwelchen Mittelwerten, Inzidenzwerten gerade wieder. Ich nehme das Beispiel, wie viele Schüler gehen denn gerade in die Betreuung in den Grundschulen, was auch immer das ist. Dann holen sie Mittelwerte von 30% raus. Das mag im Schnitt so stimmen. Aber zum Teil sind die Grundschulklassen doch rappelvoll, weil die Eltern eben sich nicht davon beeindrucken lassen, dass Sie sagen, bleiben Sie doch eigentlich zu Hause. Wir müssen hier schon auf die einzelnen Schulen auch gucken und manchmal auch eingestehen, dass was nicht so optimal eben läuft. Und das kann nicht sein, dass die einzige Strategie der Landesregierung ist, die Verantwortung immer nach unten wegzudelegieren. An die Schulträger, an die Gesundheitsämter, an die Schulen und jetzt wieder an die Eltern, weil sie sich nicht trauen zu sagen, wer im Augenblick eigentlich wirklich in der Grundschule sein darf und wer nicht. Das kann auch nicht die Strategie sein, aber das ist Ihre einzige Taktik. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir einen verbindlichen Stufenplan, der möglichst mit Inzidenzwerten versehen ist. Das muss nicht für den ganzen Landkreis gleich sein, aber hier muss mehr Verbindlichkeit eben her. Und ich denke, ja, wir müssen auch hier dafür sorgen, dass es eine demokratische Legitimation gibt. Herr Schwarz hat, glaube ich, auch gerade dazu gesprochen, dass alles nur 4 Wochen gelten darf. Ja, aber dieser Stufenplan, wo ist denn dessen demokratische Legitimation im Augenblick, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt wird? Ich finde, auch das haben die Schülerinnen und Schüler, die Eltern verdient, dass man auch das Parlament hier auch ordentlich klärt. Deswegen bin ich sehr offen für diesen Gesetzentwurf, freue mich auf die Anhörung und dann werden wir schauen, ob das wirklich eine Grundlage ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.